Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich euch mal eine der besten Methoden, um auf dem Server Greedfire Games Geld zu verdienen. Das Ganze funktioniert mit Kisten. Ich habe hier schon mal was vorbereitet, 5 Doppelkisten. Ihr seht, die sind hier alle voll. Damit kann man ganz viel Geld verdienen. In einer Stunde ungefähr so 20k, wenn ihr dann auch richtig farmt und euch richtig ranhaltet, dann könnt ihr in einer Stunde 20.000 Dollar, wenn nicht sogar mehr verdienen, nur durch Farmen. Ja, es ist noch möglich, auf Greedfire Games mit Farmen Geld zu verdienen. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man aber auch nicht so viel rausbekommt, aber das hier ist eine sehr gute. Alles, was ihr für diese Methode tun müsst, ist entweder ganz viel Orbs farmen oder 80.000 Dollar investieren, die ihr dann aber viel mehr rausbekommt. Ihr habt wahrscheinlich letztens mein Video gesehen zum Baumfarm, also wo ich die Bäume hier abgefarmt habe. Und da hat mir jemand in die Kommentare geschrieben, dass ich das auch in der Farmwelt machen soll, dass es da viel schneller geht mit der Orb-Axt. Ja, und das habe ich natürlich auch mal ausprobiert. Und wie ihr das Ganze macht, wie ihr das Ganze farmen könnt und wo ihr das am besten verkaufen könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Wir sind hier als erstes mal auf CityBuild 22 bei /bh-orb-spot. Hier müsstet ihr dann diese Axt finden. Das ist die Orb-Axt. Verkauf 80.000, ihr müsst dem einfach, also ihr müsst hier reingehen und dem 80.000 payen. Falls ihr jetzt noch keine 80.000 Dollar auf dem Konto habt, könnt ihr euch gerne mal die Playlist hier oben rechts anschauen. Da habe ich schon ein paar Videos gemacht, wie ihr auf Greedfire Games Geld verdienen könnt. Die sind zwar schon ein bisschen älter, funktionieren aber trotzdem noch. Aber es wird auch demnächst ein aktuelles Video kommen, wie ihr 2021 auf Greedfire Games noch gut Geld verdienen könnt. Diese Orb-Axt könnt ihr natürlich auch reparieren mit einem Amboss. Ihr braucht dafür einen Amboss und eine zweite Axt, also eine ganz normale Diamant-Axt. Die packt ihr hier rein, in den Amboss dann die andere Dia-Axt und dann könnt ihr es einfach reparieren. Und die lässt sich 4 bis 5 Mal oder so, weiß ich gar nicht genau, reparieren und dafür könnt ihr dann ganz viel farmen. Welche Bäume ihr am besten farmen solltet, sind die Schwarzeichenbäume. Ihr müsst euch ein Biom suchen in der Farmwelt und ein Schwarzeichenbiom, weil ihr diese Bäume am besten abfarmen könnt. Klar, es gibt noch ein Dschungelbiom, da bekommt man auch viel raus, aber da ist alles so verwinkelt. Ja, man muss da überall rumhüpfen, weil da ganz viele Blätter und alles sind. Und hier könnt ihr einfach durch die Farmwelt gehen. Hier alles. Also wenn ihr jetzt noch Yeezys habt, zum Beispiel so, könnt ihr die auch anziehen. Und da könnt ihr einfach hier durchrennen und dann alle Bäume so kaputt machen. Und das geht auch ganz schnell. Ihr müsst dafür 2 Doppelkisten Schwarzeichenholzstämme farmen. Mit der Orb-Axt geht es ja ganz schnell, weil wenn man einmal auf den Baum klickt, ist er komplett abgefarmt, außer die Blätter halt. Aber die sind ja eh nicht so wichtig, ihr braucht eigentlich nur das Holz. Dann craftet ihr das um. Das Ganze dauert mit dem Farmen, mit dem Umcraften ungefähr 15 Minuten. Eine Doppelkiste könnt ihr ungefähr für 5.000 Dollar verkaufen. Wo, das zeige ich euch natürlich auch gleich. Und dann habt ihr in 15 Minuten ungefähr 5.000 Dollar. Und ihr könnt das Ganze 4 Mal in einer Stunde machen. Wie gesagt, wenn ihr euch richtig ranhaltet, dann schafft ihr das auch. Und dann habt ihr ungefähr 20.000 Dollar in einer Stunde gefarmt. Als letztes müsst ihr natürlich auch die Truhen verkaufen. Dafür geht ihr am besten auf CityBuild 22 mal wieder zu /bhgg-ankaufsbot. Das ist ein Bot, der so gut wie die besten Preise von ganz Greedfire Games hat, finde ich. Also hier kann man wirklich ganz gut verkaufen. Der hat nicht nur Truhen zu verkaufen, sondern hier könnt ihr auch euer ganzes andere Zeug verkaufen. Zum Beispiel Steine, Sand, Erde, Myzel, alles was es gibt. Also so gut wie alles was es gibt. Und natürlich auch Truhen. Ein Stack könnt ihr hier für 90.000 Dollar verkaufen. Ich habe jetzt gerade nichts dabei, was ich verkaufen könnte. Aber ich zeige euch das einfach mal. Ihr müsst euch hier reinstellen. Dann legt ihr einfach euer ganzes Zeug hier in die Truhe. Maximal 27 Stacks. Wichtig ist, dass ihr immer pro Stack verkauft. Also nicht 8 Items oder so in die Truhe legt. Dann bekommt ihr es wieder zurück und das geht dann nicht. Ja, und dann habt ihr für eine Doppelkiste ja ungefähr 4.800. Ist ja ungefähr 5.000 Dollar. Und das in ganzen 15 Minuten, das ist so gut wie eine der besten Möglichkeiten, um auf Greedfire Games mit Farmen Geld zu verdienen. Klar könnte man auch die Baumstämme verkaufen, dann hat man weniger Arbeit. Da muss man nicht alles zu tun umcraften, aber ich würde es euch empfehlen, dass ihr das umcraftet, weil ihr dann nämlich viel mehr rausbekommt. Ihr habt zwar viel mehr Arbeit, aber zeitlich und vom Preis her gesehen ist das wirklich bessere Methode, als dass ihr jetzt Baumstämme verkauft. Und wenn ihr euch wirklich ranhaltet und in der Woche ein paar Stunden farmt, dann habt ihr am Ende der Woche ein paar hunderttausend Dollar auf Greedfire Games verdient. Mit Farmen, so einfach geht's. Das Video war jetzt ein bisschen länger. Wie gesagt, es kommt noch demnächst ein neues Video zum Geldverdienen 2021. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, wenn ich zu Minecraft generell oder zu dem Minecraft-Server Greedfire Games ein neues Video hochlade. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.